Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Und ich habe euch im letzten Aschenvideo meine Top 5 gezeigt. Und heute geht es um eure Aschen, denn, oh Junge, ihr hattet unglaublich viele Ideen und Vorschläge. Ich habe leider eine Asche nicht auf 10 bringen können, weil in meinem Durchlauf, wo ich jetzt bin, leider nicht mehr genug große Geisterlilien vorhanden waren. Deswegen ist eine leider nur auf plus 9. Ich sage euch gleich auch welche. Und ich will gar nicht lang schnacken. Dickes Danke geht an jeden, der da kommentiert hat. Ich habe mir die mal aufgeschrieben. Hexenhaus89. Illizard hat einen vorgeschlagen. Skoppel ist wieder dabei gewesen. Tukoto hat einen vorgeschlagen. Nobunaga hat einen vorgeschlagen und und. Ich blende hier die Kommentare auch nochmal eben ein. Und ich habe mir gedacht, ich bin hier wieder an einem Erdenbaum und da vorne sind mehrere kleine Gegner und ein großer Gegner. Und da schicken wir jetzt mal die ganzen Aschen rein. Und ihr könnt unten schon sehen, die erste, die ich ausprobieren will, ist der Christianer Asche. Übrigens musste ich drei Aschen, die ihr vorgeschlagen habt, erstmal holen, weil ich die noch gar nicht hatte. Das ist eine davon. Okay, dann würde ich sagen, rufen wir den mal. Den Kristallianer. Das ist ja anscheinend so einer, wie auch dieser Bossgegner ist. Da bin ich mal gespannt, ob der auch die gleiche Mechanik hat. Also Schaden ist einfach. Okay. Oh, der kriegt ja gar keinen Schaden. Was? 40? 28? Ist das auch so, wie wenn man gegen ihn kämpft, dass er erstmal so einen krassen Schild hat, den man erstmal durchbrechen muss und danach. Kann man dann richtig Schaden machen? Das der Kristallianer. Der muss ich tatsächlich sogar erstmal holen. Das ist einer von den dreien, den ich erstmal holen musste. Den gab es nicht im Selias Versteck. Oha, der ist ja auch nicht schlecht, ne? Und im Selias Versteck war er echt auch gut versteckt. Der macht gut Schaden und der hält richtig was aus. Jetzt nur noch gegen den Dicken. Die drei Kleinen hat er gemacht. Jetzt nur noch gegen ihn. Ich bin gespannt, ob er es schafft. Das wird hier ein Kampf der Giganten. Ihr seht, das ist kein Schaden. Ich spule mal ein bisschen vor. Ja, ich glaube, da hat jemand am Ende tatsächlich die Verteidigung zerschallert, ne? Der bleibt jetzt da stehen, den killen wir mal ganz schnell, damit der weg ist. Und dann würde ich sagen, auf zur nächsten. Und der nächste ist Rollo. Das ist auch die Asche, die leider erst auf plus 9 ist, weil mir die Geisterlilie gefehlt hat. Von Rollo weiß ich nicht so ganz, was ich von dem halten soll. Weil einerseits mögen den viele nicht, unter anderem ich mag den nicht. Andererseits haben mir vier Leute gesagt, dass Rollo gut ist. Also, ich weiß nicht genau, was ich von Rollo ehrlich gesagt halten soll. Ob ich ihn mag oder nicht mag. Er ist relativ einfach zu bekommen. Übrigens, wo ihr alle bekommt, erzähle ich euch am Ende des Videos nochmal. Der Schaden ist schon ganz gut und das Leben auch, aber irgendwie. Der wird auch direkt gestunt, der weicht halt nicht aus und ich mag irgendwie keine Asche, die nicht ausweichen kann. Da ist er auf dem Boden. Half-Life, also ihr merkt schon, ich bin echt kein Rollo-Freund. Ich helfe ihm mal ein bisschen. Oh, das Feuer ist cool. Ja, noch der Dicke. Na, wie kommt der gegen einen Dicken klar? Oh, das Feuer ist cool, macht zwar auch keinen Schaden, aber gut. Okay, das ist Rollo. Ah, ich weiß nicht. Ich bin kein Rollo-Fan. Also. Gehen wir zur nächsten. Als nächstes haben wir die Mausoleumssoldaten. Die musste ich mir tatsächlich auch erstmal holen. Die hatte ich auch noch nicht. Ich habe euch ja letztes Mal die Asche von Lucille gezeigt. Jetzt habe ich einfach fünf Lucilles hier. Das ist ja geil. Jetzt bin ich gespannt. Wie im Bettlaken. Oh, die können sich teleportieren. Oh mein Gott, hauen die rein. Alter, hauen die rein. Also die Kleinen haben sie gleich alle schon weg. Der Dicke geht natürlich mal wieder auf mich. Wie soll es auch anders sein?
Also von den kleinen leben noch drei. Von den kleinen leben noch alle? Ne, noch drei. Noch zwei. Noch einer. Oh mein Gott, also die sind ja alle fast noch full life. Die machen den ja komplett nass. 1000, 1200, 1400, 1500, 1700, 1900, 2100. Ich glaube, ich habe eine neue Lieblingsasche. What? Die nehmen den komplett hops. Leben ist klar, Leben ist nicht so krass, aber die weichen halt mit dem Teleport gut aus. Und tot. Das war's. Auf zur nächsten. Die haben mir sehr gut gefallen. Jetzt kommt eine Asche, die kenne ich selber auch schon. Schwarzflammenmönch Amon. Die ist gut. Aber auch nicht die beste, sage ich mal. Also die kann eine coole Schwarzflamme wie die Tiche. Ist nicht ganz so stark wie Tiche. Weicht nicht so gut aus wie Tiche. Dafür vielleicht ein bisschen mehr Leben. Aber warten wir mal ab. Jetzt gerade sieht er erstmal schlecht aus. Ich lenke mal den Dicken ein bisschen ab. Gucken, was er macht. Also der Schaden ist wirklich gut. Vor allem dieser Schwarzflamme. Hat er schon mal einen gekillt. Da stirbt gleich der nächste. Ja, diese... Oh, AOE-Damage. Sehr nice. Oh, guter Schaden. Noch eingekillt. Also er kommt, er beißt sich durch, so langsam. Noch ein. Ich komm, ich mach die Kleinen mal eben. Können wir uns hier den Kampf angucken. Ah, ob er das noch schafft, ob er das noch aufholt. Das ist das halt immer mit diesen Rollos und Amons. Die weichen halt nicht aus. Die können gestunt werden. Die haben kein Schild. Die machen dann halt gut Schaden. Aber die sind halt sofort gestunt, ne? Die kriegen dann oft auch keinen Angriff durch. Und das war es auch schon wieder fast mit Amon. Also, Amon ist, glaube ich, sehr situativ. Muss man sich das anschauen, ob der gut oder nicht gut ist. Ich bin kein richtiger Amon-Fan, muss ich sagen. Auf zur nächsten. Bei der nächsten Asche bin ich extrem gespannt. Großschildsoldaten. Das sind einfach so No-Names mit einem dicken Schild. Aber die wurden mir schon des Öfteren empfohlen. Und jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzebogen. Ob die was können. Das werden wir uns hier von der Ferne mal ganz genau angucken. Also guck genau hin. Der eine da hinten wirft irgendwas Blaues. Die haben halt immer das Schild oben, ne? Die kriegen ja kaum Schaden. Die haben die ganze Zeit das Schild oben. Und die machen gut Schaden, das hätte ich ja nicht gedacht. 1000, 1100, 1200. Ich glaube, das sind auch so wieder so richtig, richtig gute Supporter. Zum Distracten. Die Großschildsoldaten. Die machen keinen krassen Schaden, aber wenn ich jetzt so ein Bogenspieler wäre, ich könnte von hinten richtig schön draufballern die ganze Zeit. Also, gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Also ich glaube, der Kampf hier könnte noch ein bisschen gehen. Deswegen, ich helfe mal eben und dann würde ich sagen, schauen wir uns die nächste an. Jetzt kommt der Gefäßunhold. Und von dem habe ich schon einiges gehört. Und ich glaube, für ihn muss ich mal ein bisschen nach vorne ein bisschen tanken oder ein bisschen ablenken. Weil der wirft die ganze Zeit Töpfe auf die Gegner. Feuertöpfe, Gift, Blutungstöpfe, Eistöpfe, Blitztöpfe, Gifttöpfe und nochmal Gift. Oh mein Gott, der hat einfach alles gekillt. Und was das? Was war das für ein Topf? Ein Gifttopf. Da ist einer vergiftet. Nochmal ein Feuertopf. Und der weicht aus, wie er ausweicht. Und was war das? Das ist ein Gifttopf. Und das war, glaube ich, nochmal ein Blutungstopf.
Nein, er ist gestorben, weil die so Dingsbums diesen Nebel machen. Ah, oh, krass. Mann, ich wollte euch eigentlich noch ein bisschen mehr zeigen. Dieser Nebel hat ihn gekillt. Ich glaube, das ist die einzige Asche, die von diesem Nebel sterben kann, oder? Krass, okay. Aber ihr habt einen kurzen Eindruck bekommen. Wenn ihr da nochmal mehr sehen wollt, sagt es in den Kommentaren. Gefäßunhold. Ist eigentlich ganz geil. Und jetzt kommen wir zur letzten Asche. Die ich mir auch erstmal holen musste. Parfümeurin Tritia. Und bei Parfümeurin Tritia können wir uns den Kampf eigentlich schenken, weil Parfümeurin Tritia zu 90% der Fälle nicht angreift, sondern nur diesen Buff hier verteilt. Wir kriegen am Anfang direkt einen Angriffs- und Verteidigungsbuff. Und wenn wir dann hier in den Angriff gehen, dann macht Tritia so gut wie nichts mehr. Außer ihren Schild hochhalten und ganz selten mal Feuer casten. Aber allein schon für den Schild und den Angriffsboost lohnt sich Tritia extrem. Da, die hält die ganze Zeit halt den Schild oben, der auch nicht viel aushält. Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, ob die vielleicht mal ein bisschen Feuer macht oder. Da kommt das Feuer, nicht getroffen. Also, wenn ihr am Anfang Boost haben wollt und vielleicht nicht den Falken habt, dann wäre Tritia auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Dann kommt wieder ein bisschen Feuer, nicht getroffen. Gucken, ob sie nochmal einen Angriff macht. Da kommen wir mal Angriff. 150 Schaden. Also auf jeden Fall nicht so weltbewegend. Der Angriffsboost und der Verteidigungsboost, das ist, glaube ich, das, was eigentlich ziemlich geil bei der ist. Und das war schon. Ich hatte noch gesehen in den Kommentaren einmal einen verrottenden Hund. Den habe ich ausprobiert, der hat leider gar nichts hinbekommen. Das war relativ langweilig. Kann situativ aber bestimmt gut sein. Und dann zeige ich euch jetzt noch, wo ihr die ganzen Aschen bekommt. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit der Kristallianer-Asche, die bekommt ihr im Selens Versteck. Selens Versteck? Ne, Selias Versteck. Selias Versteck findet ihr direkt unterhalb von Festung Faroth. Könnt ihr einfach hier runter. Ist eine versteckte Wand tatsächlich. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie die Wand aussieht. Also, das ist kein Loch in der Wand, sondern die Wand ist quasi komplett. Und da ist eine versteckte Wand, die ihr aufmachen müsst. Wo geht's denn hier raus? Wahrscheinlich hier, ne? Zeige ich euch mal ganz kurz, wo das ist, bevor ihr hier sucht und es nicht findet. So, hier ist Caelid. Und quasi könnt ihr euch merken, hier ist dieser dicke Magier. Und direkt vom Magier aus, von diesem Grabstein, einfach direkt zur Wand laufen und gegen die Wand rollen. Und dann kommt ihr hier ins Versteck. Und die Asche bekommt ihr dann aus einer Kiste. Bevor ihr zum Boss geht, müsst ihr ganz oben entlang. Dort ist eine Kiste und dort ist die Asche drin. Als nächstes Rollo. Rollo ist ganz einfach. Sobald ihr Morgott besiegt habt, in Leyndell, habt ihr den Weg frei zum Turm, zum heiligen Turm von Ost-Altos-Tor. Und auf diesem Weg hier gibt es zwei Bosse, die müsst ihr besiegen. Und als Belohnung gibt es die Asche von Rollo. Die Asche der Mausoleumssoldaten, die ich mir auch erstmal selber holen musste, die findet ihr in Nock. Falsch. In Tiefen von Tiefurt. Und zwar ganz weit hier oben an der Spitze. Dort ist so ein kleiner verrottender Baum. Und direkt davor liegt die Asche. Also sehr, sehr easy zu holen. Und hat mich übrigens am meisten beeindruckt von allen, die wir heute ausprobiert haben. Schwarzflammenmönch Amon bekommt ihr auf dem Weg ins versteckte Schneegebiet. Dort habe ich euch das letzte Mal auch einen Shortcut gezeigt. Den könnt ihr hier sogar anwenden. Gerne mal oben die Infocard abchecken. Und wenn ihr hier im Geheimpfad zum Halligbaum seid, dann dürft ihr nicht hier raus, sondern müsst einen Staircase nach unten droppen. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, euch das zu zeigen. Ansonsten würde ich euch das nochmal ein bisschen näher erklären. Jedenfalls, wenn ihr im Geheimpfad zum Halligbaum seid, dann gibt es so eine Treppe, die geht nach oben und dann so eine Zwischenplattform. Und von dort aus könnt ihr auf einen unsichtbaren Pfad runterdroppen. Das müsst ihr machen und dann könnt ihr gegen eine Mimik kämpfen. Ist ein Endboss. Und danach gibt es den Schwarzflammenmönch Amon. Die Großschildsoldaten kriegt ihr relativ früh, sobald ihr in Nokron seid. Und zwar direkt zu Beginn, wenn ihr Nokron reingekommen seid, hier unten auf diesem Platz gibt es die Großschildsoldaten. Die Puppe eines Gefäß ohne Holz, die bekommt ihr von Seluvis, könnt ihr bei Seluvis kaufen, einfach die Rani-Questlein ein bisschen machen, dann
BCC-Lewis euch eine Questline an, die müsst ihr ein bisschen durchspielen und dann könnt ihr hier die Puppe eines Gefäßes und Holz bei ihm kaufen für Crystal Charts. Und als letztes haben wir Parfümeurin Tricia, die bekommt ihr. Sekunde. Auf dem Altusplateau im entstellte Katakomben. Das heißt, wenn ihr hier verlassener Sarg hier seid, könnt ihr hier den Weg entlang hinter den Parfümeuren hier gibt es eine entstellte Katakombe und dort den Endboss besiegen und dort kriegt ihr die Parfümeurin. Ja, und das war das Video. Gerne ein Like da lassen. War ein bisschen viel Arbeit, die alle zu leveln und auch noch die drei zu suchen und so. Gerne nochmal in die Kommentare, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche andere Aschen habt, die euch einfallen. Und am 26.06. diesen Sonntag um 12 Uhr findet ja der Community Run statt. Gerne auf Twitch mal ein Follow da lassen, falls ihr dabei sein wollt, als Zuschauer oder auch gerne mitmachen. Ich werde mit der Community komplett einmal Elden Ring durchspielen. Die Highlights findet ihr dann auch hier auf YouTube. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, auch gerne den Kanal abonnieren. Und nähere Informationen gibt es auch auf dem Discord. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.